Moin! Wir machen uns heute unser Butterschmalz oder auch geklärte Butter selbst. Das ist ganz einfach, günstiger als gekauft und lange haltbar. Dafür lassen wir die Butter langsam in einem Topf auf niedriger Stufe erhitzen, ohne sie zu bräunen. Sobald sich ein weißer Schaum bildet, wird dieser abgeschöpft. Butter besteht nicht nur aus Fett, sondern auch noch aus Wasser, Milcheiweiß und Milchzucker. Das Wasser verdunstet und durch das Abschöpfen des immer wieder aufsteigenden Schaums erhalten wir nun das nahezu reine Fett aus der Butter. Also geklärte Butter oder Butterschmalz. Butterschmalz ist durch seinen geringen Wassergehalt länger haltbar als Butter und lässt sich auch ungekühlt aufbewahren. Das Butterschmalz lässt sich außerdem stärker erhitzen als Butter, da dort ja das Eiweiß und der Milchzucker fehlen. Die beiden Bestandteile sind es, die in dem heißen Fett verbrennen und schwarz werden. Da diese Bestandteile beim Butterschmalz fehlen, kann man das Butterschmalz bis zu 205 Grad erhitzen. So eignet es sich daher auch zum Braten oder Frittieren. Wenn sich kein Schaum mehr bildet und die Flüssigkeit klar und honigfarben ist, dann ist das Butterschmalz fertig. Nun seihen wir die Flüssigkeit ab, damit wir keine Schwebstoffe mehr in der geklärten Butter haben. Dazu am besten ein Stück Küchenkrepp oder einen Teefilter in ein Sieb geben und die geklärte Butter durchrinnen lassen. Und fertig ist nun unser eigenes Butterschmalz. Den Deckel des Glases lassen wir noch auf, bis sich das Butterschmalz vollkommen abgekühlt hat. Damit können wir Kondenswasser im Glas vermeiden. Und dann ist es auch schon einsatzbereit. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst gern Feedback da und wenn ihr einen Videowunsch habt, dann schreibt uns gerne. Bis zum nächsten Mal. Chris und Marie.